There's a little girl in Skibbereen with flowing hair and ragged jeans and floating in a vivid dream as classes go by. And every day at 3 o'clock, she's out the door and down the block and hurries to the river dock, a gleam in her eyes. And everything's fine for the day. There's nothing to get in the way of her smiling. There's never a care for tomorrow. Molly's a princess today. Ben, guck mal, so viele Süßigkeiten. Du Idiot, die Kasse war leer, wir sind hier umsonst eingebrochen. Oh, ihr dürrle Laden läuft halt nicht, mein Gott, ey. Ben, sie hat Döner gesagt. Hallo. Hallo. Hallo, mein lieben Zuckertörtchen. Wollt ihr was kaufen? Es wäre eine Tüte Törtchen. Ja, eine Sekunde bitte. Lukas. Weißt du noch, wo du entführt worden bist? Ja. Ich glaube, die beiden sind hier irgendwo in der Nähe. Tut mir leid, ich habe mein Geld im Sparschwein vergessen. Ach so, ja, kein Problem. Tschüss. Seit wann arbeiten die Halunken in dem Kiosk? Ich denk mal gar nicht. Vielleicht haben die Verkäuferin K.O. geschlagen. Ja. Ich kenne den Besitzer, lass schnell okay, hingehen. Lass hin. Ei, ei. Hey, Ben. Wir sind Süßigkeiten-Millionär. Was? Ich bin dumm? Du bist auch blöd. Was? Ihr wagt es, meinen Kiosk auszurauben? Kinder, ihr seid die Besten. Ihr habt meinen Kiosk in Hessen gerettet. Die Cremetörtchen gehen heute aufs Haus. Dankeschön. Und ihr beiden kommt für immer in den Knast. Das war ein Schuss in den Ofen. Stopp, Lukas! Was ist? Ich hab Pömpel im Wald liegen lassen. Der ist jetzt scheißegal, wo ist denn los? Nein, ich kann nicht ohne Pömpel. Pömpel, wo bist du? Wie konnte ich dich vergessen? Das ist doch bestimmt voll schlimm allein da im Wald. Du bist jetzt ein echter Mann, Nickel. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Toll siehst du aus. Mein lieber Marie! Mein lieber Igel! Ich hab dich so vermisst. Ja, das Wochenende mit Camping hat ja nicht so geklappt, ne? Ja, aber wäre Amy und Adler nicht gewesen, der hätte mich die Waldhexen jetzt einfach verputzt. Wo ist Amy überhaupt? Ja, die hat ihren Pömpel verloren, jetzt sucht sie den und seit einer Woche habe ich sie nicht mehr gesehen. Warum suchst du sie nicht? Ja klar, dann gehe ich in den Wald, verirre mich da, werde am besten nochmal von irgendwelchen Leuten entführt oder sowas. Ja, okay. Und dann muss sie mich wieder retten. Ja, okay, hast recht. Hast du Lust, morgen zu grillen? Ja klar, aber ohne Fleisch, ne? Ich bin ein Vegetarier. Wie kein Fleisch? Morgen richtig fette Bratwurst. Nein. Schön saftig. Amy mag sowas nicht, wenn ich Tiere esse. Die ist ich habe aufgehört. Da. Die ist nicht da. Das merkst du schon nicht. Okay. Bleibt unter uns. Okay. Ciao. Amen. Acht ohne Pömpel. Ohne Pömpel schmeckt das nicht. Wo ist er bloß? Oh, das wird Meister Kevin bestimmt gefallen. Oh.
Maul. Zuschauer, willkommen auf Familie Mensch. Mein Name ist Arthur und ja, endlich ist Folge 9 von Mädchen lebt im Wald Amy ganz allein erschienen. Und wie fandet ihr diese Folge? Ihr habt lange genug drauf gewartet und ja, Teil 10 wird auch bald erscheinen. Staffel 2 ist nun offiziell gestartet. Freut euch auf ganz viel Spaß mit Amy und ihren Freunden und ja, lasst uns auf jeden Fall einen lieben Kommi da. Schreibt, wie ihr die Folge fandet, wie gesagt, und like das Video, teilt es, so könnt ihr uns unterstützen. Bis zum nächsten Mal, euer Arthur.